würden Sie Liebermann und seine Kunst in kurzen Sätzen definieren? Also Liebermann ist sicherlich einer der bekanntesten deutschen Künstler im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Es ist charakteristisch, dass seine künstlerische Entwicklung vom Realismus zum Impressionismus geht. Also man kann nicht sein gesamtes Werk stilistisch so einheitlich sehen, sondern das ist sozusagen eine Veränderung, die ganz parallel ist zur Kunstentwicklung. Warum ist Liebermann für uns heute interessant? Liebermann ist einerseits natürlich interessant, weil er so ein wichtiger Künstler war. Er hat praktisch sich ganz stark für den französischen Impressionismus eingesetzt und selbst in seinen Bildern den französischen Impressionismus verarbeitet. Das ist sozusagen der deutsche Impressionist. Und in unserer Ausstellung, die wir zeigen werden, da geht es ja um das Thema des Sports. Und deswegen ist es natürlich interessant für uns heute, weil Sport heute im Grunde genommen das gesamte Leben betrifft. Und damals ging das erst gerade mal so los. Damals war das noch was ganz Neues. Nach welchen Kriterien wird eine Großausstellung ausgewählt? Also eigentlich wird eine Großausstellung ja gar nicht ausgewählt. Es gibt ja nicht irgendwo eine Ausstellung, wo wir sagen, hallo, wir möchten die auch nochmal in Bremen zeigen. Sondern man hat eine Idee und ein Thema und dann muss man die Ausstellung sich erstmal ausdenken. Und in diesem Fall war das so, dass ich vor 2 Jahren eine Ausstellung gemacht habe, eine ganz kleine Ausstellung, über einen Kunsthändler in den 20er Jahren. Und der hat eine Zeitschrift produziert, die hieß Der Querschnitt. Und da hat er Bilder von Künstlern und Bilder von Sportlern zusammen abgebildet. Und das war damals total neu. Kunst und Sport waren 2 getrennte Bereiche eigentlich. Und der hat die zusammengebracht. Und das war zum Teil ziemlich witzig und auch so provokativ. Dann hat er so einen nackt posierenden Boxer neben einen ganz alten, den Künstler Renoir, der im Rollstuhl sitzt, gezeigt. Oder einen nackten Akt von Renoir, auch mit einer Boxerfigur oder mit einem Sportler konfrontiert. Und immer dieser Kontrast, das war eigentlich ziemlich revolutionär. Und da habe ich mir gedacht, Kunst und Sport, das ist doch interessant. Wo gibt es das eigentlich zuerst, dass die zusammenkommen? Und dann habe ich mich sozusagen aufgemacht und recherchiert. Und es war so, dass Liebermann tatsächlich der erste deutsche Künstler ist, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und da dachte ich mir, das ist doch total interessant, das kann man doch mal zeigen. Und dann kamen auch immer andere Geschichten dazu, die mich interessiert haben. Zum Beispiel, woher hat er denn diese Idee, das zu machen? Woher kommen die Motive? Und da fielen mir natürlich die französischen Impressionisten ein, denn die haben angefangen, so Freizeitbeschäftigungen zu malen. Und da war auch immer Rudern dabei oder Reiten. Und das hat Liebermann ja auch aufgenommen. Aber das Tennis, das haben die Franzosen nicht gemalt. Und dann habe ich natürlich überlegt, ja wieso, wo kommt das her? Und dann kommt man sofort nach England. In England, da wurden diese Sportarten nämlich erfunden. Das Tennis wurde in England erfunden. Das Pferderennen wurde da als erstes durchgeführt. Das Polospiel kam von dort nach Deutschland. Und da gab es auch Künstler, die sowas schon mal gemalt haben. Die kannte Liebermann nicht unbedingt, aber von dort kriegt er auch Anregungen. Und so setzt sich sozusagen ein Puzzle zusammen. Und da dachten wir, das ist doch auch mal sehr interessant, herauszufinden, was hinter den Bildern steckt. Okay, also hat es nichts mit einer finanziellen Entscheidung zu tun, weil man ja vielleicht sagen könnte, dass Liebermann auch einen dekorativen Wert hat, um möglicherweise mehr Publikum anzulocken? Ah, das ist eine gute Frage. Natürlich kommt diese Frage auch irgendwann ins Spiel. Aber ich bin ja Kunsthistorikerin. Ich bin hier verantwortlich für die Sammlung und ich denke mir Ausstellungen aus. Und mein erster Ansatz ist natürlich, was ist ein interessanter Künstler? Wo habe ich eine interessante Frage, die vielleicht auch das Publikum interessieren könnte? Und das steht für mich erstmal im Vordergrund. Und dann sage ich mir natürlich Liebermann. Liebermann spielt in unserer Sammlung eine wichtige Rolle. Hinter mir sieht man lauter Bilder von Max Liebermann. Seit über 100 Jahren werden seine Werke hier in der Kunsthalle gesammelt. Es ist also sinnvoll, hier in unserem Haus auch mal vertieft auf sein Werk zu schauen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine Tizian-Ausstellung. Wir haben kein Werk von Tizian. Das hat keinen Bezug zu unserem Ort. Bei Liebermann ist das anders. Na, und dann schlage ich so etwas vor und dann diskutieren wir das mit unserem Direktor, mit unserem Geschäftsführer. Und dann wird natürlich überlegt, könnte das ein breites Publikum anziehen? Ja. Und da haben wir gedacht, das könnte schon gut sein. Und dann
sind alle dafür und dann machen wir das. Ihre letzte Frage schon war, ob Sie einen persönlichen Zugang zu Liebermann haben, was diese Entscheidung beeinflusst hat. Das Ausstellungsthema? Ja. Durchaus. Also vor 20 Jahren bin ich in die Kunsthalle Bremen gekommen und das Erste, was ich da gemacht habe, war eine Liebermann-Ausstellung. Die ist Liebermann, der deutsche Impressionist, und da ging es sozusagen so ganz breit über alles, was er nach der Jahrhundertwende gemalt hat. Und nun in den letzten Jahren sind durchaus in anderen Museen auch Liebermann-Ausstellungen gezeigt worden. Aber ich hatte ja vorhin schon erzählt, mich hat plötzlich dieses Thema Kunst und Sport interessiert. Und über diese Idee kam ich zurück zu Liebermann und habe im Grunde festgestellt, Liebermann war der erste deutsche Künstler, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat und auch der wichtigste in der damaligen Zeit auf jeden Fall. Also so gehen die Wege manchmal sozusagen, so macht man manche Kurven und kommt zu einem Thema zurück. Aber ich meine, in 20 Jahren, das ist wirklich schon lange her, ich merke sozusagen bei den Journalisten, mit denen wir schon gesprochen haben, wir hatten eine Pressereise letztes Wochenende, da waren wir in Holland, da wo Liebermann diese Sachen alle gemalt hat, die sind alle sehr interessiert. Und ich finde, es gibt unheimlich viel Diskussionsstoff auch über die Malerei hinaus bei dieser Ausstellung. Also so Sachen, die ich vorher auch nicht wusste, wie zum Beispiel, welche Sportarten durften eigentlich junge Frauen damals machen? Die konnten eigentlich reiten und Tennis spielen, aber was anderes ging gar nicht. Und was sie dann für Kleidung tragen mussten, die so ganz kompliziert und mühsam war. Und wie der Sport gerade für Frauen auch eine Anregung war, sich zu befreien. Das ist sehr interessant. Also da merken die natürlich, dass diese langen Kleider lästig sind oder dass ein Seitsattel beim Reiten total schwierig ist. Und wenig später, kurz nach der Zeit, wo Liebermann das malt, ist damit auch vorbei. Ihr wisst, dann ist der Erste Weltkrieg, der Untergang des Kaiserreichs, und in den 20er Jahren, schwupp, werden die Röcke kürzer, man kann mit kurzen Ärmeln Tennis spielen, die Frauen reiten im Herrensitz. Und also ich glaube, dass die Emanzipation durch den Sport, gerade für Frauen, einen ganz wichtigen Schub bekommen hat. Und das sind für mich so Nebenaspekte, die auch sehr interessant sind, die mit einfließen und im Katalog auch dann intensiv behandelt werden. Ich finde es ganz interessant, wie sich die Zeit letzten Endes auch in solchen Werken spiegelt. Aber man muss es wissen. Man sieht es dem Bild nicht so auf den ersten Blick an. Und das haben wir gemacht. Wir haben das recherchiert und wir können die Geschichten dazu erzählen. Und deswegen glaube ich, ist das eine Ausstellung, die auch Spaß macht, wenn man da reingeht.